Der erste trifft auf den fünften. Energie Cottbus muss am Sonntag gegen den ZFC Meuselwitz ran. Am fünften Spieltag kann der FC dann seinen fünften Sieg in Folge einfahren. Trainer Klaus-Dieter Wollitz warnt davor, dass die Siegesserie langsam zum Selbstläufer wird. Es ist jetzt nicht so, dass jeden Tag jetzt da Purzelbäume geschlagen werden. Ja. Stellen Sie mal vor, wir hätten die Ergebnisse nicht geliefert, wo wir drüber reden würden. Das ist der Verdienst der harten Arbeit, was die Jungs dann jeden Tag verrichten. 16:1 Tore, ein Gegentor, was hätte nicht sein müssen. Und am Ende müssten eigentlich schon 30 Tore stehen nach vier Spielen. Und das ist eigentlich das, was die Mannschaft dann Woche für Woche bisher liefert. Ja, unfassbar viele Torschancen. Das könnte dieses Mal schwer werden. Viele Stammspieler fallen aus. Matuwila hat Hüftenprobleme. Germann ist verletzt und Schlüter muss eine Grippe auskurieren. Förster ist rot gesperrt. Außerdem wird Meuselwitz kompakt stehen. Ein schnelles Spiel wird da kompliziert. Wollitz stören aber auch noch die zu hohen Erwartungen an seine Spieler. Man darf nicht immer die Tatsachen hier verschieben. Und genauso ist Energie Cottbus nicht das Bayern München der Regionalliga. Was viele glauben. Immer schön den Ball flach halten und immer schön bodenständig bleiben und immer schön demütig und schön dankbar sein für die Situation, wie sie jetzt im Moment ist. Und dafür jeden Tag hart arbeiten. Klaus-Dieter Wollitz setzt natürlich trotzdem auf Sieg. Er denkt über die Mannschaftsaufstellung aber noch nach. Zeit hat er ja auch noch. Anstoß ist am Sonntag um 13:30 Uhr im Stadion der Freundschaft.